Und damit hallo und willkommen zurück zu Pre-Old Pixel. Mein Name ist Selma und heute mit einer weiteren Folge, in dem ich euch die Völker von Siedler 2 vorstelle. Heute die Babylonier. Behaltet im Hinterkopf, einige Dinge, wie zum Beispiel die Winery und so weiter, sind aus Return to the Roots, dem inoffiziellen Remake-Add-on. Ich habe die Spielgeschwindigkeit diesmal auf sehr schnell gestellt. Ich glaube, das letzte Mal war sie nur auf schnell, um nicht zwei Folgen zu haben. Schauen wir mal, wie sich das anfühlt, wie wir uns da schlagen. Ich mache wieder auf 200%. Jetzt, wo ich überlege, ich glaube, das war sogar aus den Return to the Roots auch die Babylonier. Bin ich mir jetzt aber nicht mehr sicher. Wird alles im Abschlussgespräch nochmal genau erklärt. So, angefangen wie natürlich meistens. So, das sieht aber schick aus. Die gefallen mir auch sehr gut. Mit Holzfällern. So, und rüber hier. Ihr seht, das geht jetzt alles schon eine ganze Ecke schneller. So, dann müssen wir hier ein Steinmetz, das müsste der sein, ein Steinbruch. Damit wir nicht so früh schon so weit hinterherhinken, hierhin mache ich hier und hier jeweils einen Bauernhof hin. Interessant. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich auch drüber nachgedacht. Ja, ich glaube, das hier kommt aus dem Return to the Roots. Man sieht das, die sehen ein bisschen anders aus von dem Arztteil, die Hütten. Passen jetzt irgendwie mit den Dimensionen hier auch nicht. Schauen wir mal weiter. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass es das überhaupt gibt. Und mir gefallen die eigentlich alle ziemlich gut, die Völker. Ich habe schon mal ein bisschen gespiekt auf der Webseite. Alle viel besser wie die Römer, was wahrscheinlich daran liegt, dass man die halt am häufigsten gespielt hat, zumindest ich damals in der Kampagne. So, jetzt müssen wir uns noch überlegen, wo startet die Expansion? Das ist eine Baracke. Du bist eine Baracke. Und ja, hier, ach, das ist, naja, es ist wie es ist. Dann könnten wir hier nochmal expandieren, obwohl da Steine sind, wir machen das aber trotzdem. Hier können wir nicht hin. Machen wir hier hin. Das ist jetzt nicht mehr so entspannt, finde ich, oder? Ah, mal gucken. Ich werde am Ende auch die Videos, die ihr hier seht, vermutlich so ein bisschen gekürzt, bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber zusammenschneiden zu eins ohne meine Stimmen, nur mit dem Sound von Siedler. Oder aber, da ich hier die Musik hier anhabe, mache ich nochmal neue, sodass man das einfach eine Stunde lang im Hintergrund laufen kann. Einfach das Zwitschern und das Windrauschen, und ich glaube, mir wird das zumindest ganz gut gefallen. So. Dann können wir schon mal, boah, fangen wir mal hier an. Schicken wir hier mal einen Geologen hin, der schon mal checkt, ob es hier irgendwie... Der Baum ist natürlich jetzt echt im Weg, ne? Holzfäller hier hin. Können wir hier schon mal wieder eine neue Baracke. So, und natürlich hier ein Steinbruch und hier auch ein Steinbruch. Da hat einer schon viel Spaß. Wo so hier wäre ganz gut. Da wäre auch nicht so gut. Da wäre auch nicht so gut. Okay, habe ich doof platziert. Das stimmt. Hier könnte man dann aber schon mal überlegen, ob man eine Mühle hier hin macht. Ein Sägewerk, eine Flascherei. Hier eine Mühle hin. Da komme ich nicht drauf zu. Hier wahrscheinlich dann doch, hier komme ich hin. So, dann machen wir hier ein Sägewerk hin. So, hat er jetzt, er hat so viel gefunden.
Aber ich glaube nichts. Doch hier. Dann kann ich hier einen Brunnen hinbrauen. Das trifft sich doch hervorragend. Da kann ich wirklich nicht hin. Hier kann ich auch nicht hin. Hier auch nicht. Ja, ein Traum. Kann ich ein Gebäude hinbauen, aber ich kann keinen Weg bauen. Nee, man kann nur... Ach. Und dann muss ich das anderweitig versuchen. Du kannst weg. Muss ich das anderweitig versuchen? So, hier ist es auch schon ein bisschen weiter. Ja, es geht auf jeden Fall weiter. Schneller weiter. Da kommen wir. Da wird es ja ganz schön stressig. Aber wir haben es ja zum Glück nicht eilig. Hier brauche ich auf jeden Fall auch noch einen Steinmetz. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Eine Baracke. Ja, dann... Wow, hier ist so viel Holz. Da geht's auch nirgendwo mehr hin. Ach, weißt du, lass mal. Ah, nein, ich wollte das. Kann man schlecht anklicken, so. Gut, dann muss es jetzt erstmal so. Der Holzfäller, die Holzfäller hier auf. Ne, das sind Steinmetze. Hier gibt es überhaupt keine Holzfäller. Das ist ja. Das geht dann doch nicht. Holzfäller. So, dann haben wir hier zumindest einen, der hier aufräumt. Aber hier kann ich doch rüber. Whatever. So. Aha, die Mühle sieht ja interessant aus. Ah, die ist hier drunter. Sehr cool. Wasser habe ich leider immer noch nicht. Vielleicht machen wir das hier. Nochmal. Berge haben wir auch nicht. Ich glaube, hier geht es zum Wasser. Das heißt, vielleicht hier eine neue Baracke für den Fisch. Na komm. Warum denn immer nur bei den Fähnchen? Ja, hier kommt. Na, nicht da. Er läuft immer nur zu den Fähnchen. Er läuft immer nur zu den Fähnchen. Jawohl. Da auch was. Ja, dann kann ich da jetzt einen Brunnen hinbauen. Kann ich den da? Ja. Gut. Ja, das hilft uns jetzt auch nicht, aber ist egal, wir haben da erstmal einiges. So, das sieht ja schon hier sehr gut aus. Ich könnte das auch mal wieder anmachen. 24% sind hier ausgelastet. Gut. Dann, wo hatte ich ein Sägewerk? Nee, ja, hier, das ist das Sägewerk, okay. Ah, schade, leider sieht man das jetzt nicht so mit der Flagge, aber man sieht hier richtig, wie die Holzspäne da rausfliegen. Sehr schön. Mach ich noch ein zweites Sägewerk? Schmiedemünz, das brauche ich alles im Moment nicht. Ich glaube ja. Ich mache noch ein zweites Sägewerk hier hin. Und damit das mit dem Holz nicht so lange dauert, mache ich hier auch noch eine Holzfällerhütte hin. So, hier ist ja genug. Was wir noch nicht gesehen haben, und das
gucken wir uns jetzt hier hin. Ist das Forsthaus? Kann ich nicht hier? Ja, kann ich nicht. So, das haben wir auch. Das auch. Dann können wir uns jetzt hier mal... Hier eine Schweinezucht und hier auch eine Schweinezucht. Dann machen wir hier neben dem Brunnen eine Bäckerei. Kann ich die verbinden? Ja, dann müssen die nicht mehr hin und her laufen für das Wasser. Das Korn kommt jetzt aus dem Sägewerk. Das ist 70% ausgelastet. Das ist gar nicht schlecht. Das sieht hier oben auch ganz gut aus. Könnte man hier nochmal eine Baracke, dann ist man da auch am Wasser. Böhm. Hier wird auch gut abgeholzt. Ja, hier müssen wir auch noch mal irgendwie eine Holzfäller dazwischen platzieren. Das ist übrigens eine zufällige Karte. Warten wir erstmal, bis hier ein bisschen... Ach, ich mache hier, glaube ich, auch eine Holzfällerhütte hin, bis der aufgeräumt ist, weil das wird dann... unsere Kornkammer werden. Dann brauchen wir aber auf jeden Fall auch noch ein zweites Sägewerk. Ne, habe ich ja hier. Habe ich hier zwei Sägewerke. Brauchen wir auf jeden Fall kein zweites Sägewerk. Die Mühle ist eh nur 30% ausgelastet. Da ist nicht genug Korn da. Das heißt, da würde ich gerne nochmal nacharbeiten, indem ich hier einen Bauernhof hinsetze. Und hier eine Baracke. Hiermit nicht verbinde. Hiermit auch nicht. Achso, man sieht es, ich kann sie gar nicht verbinden. Okay, eine Baracke, da geht gar nicht. Da führt kein Weg raus. Mache ich das hier? Das gefällt mir auch nicht. Da machen wir erstmal hier noch einen Holzfäller hin. Der hier ein bisschen aufräumt. Der wird ja demnächst... aufhören, weil er in seinem Anzugsbereich nichts mehr hat. Hier könnte man, ne? Machen wir hier eine Baracke hin. Da müssen wir mal gucken. Wollte ich eigentlich freilassen für noch einen Bauernhof, aber schauen wir mal. Haus nicht besetzt, okay. Hier oben haben wir auch. Dann machen wir hier eine, den haben wir nämlich auch noch nicht, eine Fischerhütte noch hin. Und hier auch noch eine Fischerhütte. So. Und hier auch eine Fischerhütte. Dann sollten wir erstmal genug Fisch haben. Jetzt geht's langsam. Hier wird's auch langsam weniger. Wobei der eine Holzfäller, naja, der ist 71% ausgelastet. 61, die sind 100% ausgelastet. Das ist ja der Förster, der ist eigentlich immer 100% ausgelastet, solange ein Sägewerk, ein Holzfäller daneben ist. Die Siedler sehen ja zumindest gefühlt jetzt nicht großartig anders aus. Die Soldaten sehen immer noch aus wie Römer, aber gut. Ich finde es schon mal cool, dass es überhaupt so viele Grafiksets in Anführungsstrichen gibt. Da geht's nicht lang. Dann warten wir erst, bis da ein bisschen abgeholzt wurde. Ja, Problem könnten hier definitiv, obwohl hier geht's vielleicht hoch, man weiß es nicht so richtig. Problem könnten da definitiv die... Bin schon wieder drauf reingefallen. Die Erze sein, weil so sieht es jetzt im Moment nach sehr viel Wiese aus hier. Ist eine 512x512 Karte. Ah, das ist so eine, mehr so eine Strandhütte, die aussieht, als wäre sie aus
Strandgut zusammengezimmert, so ein bisschen, ja. Habe ich hier nicht Fischerhütten gemacht? Hä? Warum sehen die denn so anders aus wie die? Weil das ein Jagdhaus ist. Hier habe ich aus Versehen ein Jagdhaus gebaut. Okay, ja, dann lassen wir das mal. Normalerweise baue ich ja keine Jagdhäuser. Wegen den Tieren, weil ich das so toll atmosphärisch finde, wenn die hier rumlaufen. Aber da oben am Strand laufen ja auch gar nicht so viele rum. Weil die gibt es nämlich nicht. Gibt es nur einmal auf der Karte. Wenn der Jäger die erwischt hat, dann vermehren die sich nicht. Das war's dann. So, die Bäckerei ist 100% ausgelastet. Das sieht ja im Moment gar nicht so schlecht aus. Mit noch ein bisschen Wasser kann ich hier die... den Weg zum Wasser kann ich jetzt nicht verändern, ohne den, das Bauernhaus da einzuschränken. Das mache ich mal nicht. Aber hier wird jetzt auch geklärt. Ah ja, hier wird es auf jeden Fall schon lichter, wie man sieht. Dann baue ich hier nochmal ein Steinmetz hin. Oder ein Steinbruch. Der sich dann dieser Steine annimmt. Ja, machen wir hier nochmal. Aber das ist halt auch so nah dran irgendwie, ne? Aber gut. Hier auch nochmal. So. Hier müsste man ja eigentlich auch nochmal irgendwie... Komm, ich baue hier noch kurz einen Holzfäller hin, der das auch ein bisschen aufräumt. In der Hoffnung, hier auch noch mal ein bisschen Platz zu kriegen. Ist nicht ganz so effektiv, aber bietet sich ja doch an. Ist viel freie Fläche. Was fehlt euch denn? Wasser und Korn. Okay, aber ihr habt schon mal mehr Wasser wie Korn. Könnt ihr hier nochmal nach Wasser suchen lassen irgendwie. Hier vielleicht. Ist ja jetzt viel frei. Oh, die Eule. Weiß jetzt nicht, ob der Holzfäller da noch so ganz hinkommt. Schauen wir mal. Der wandert echt weit, der Jäger. Der wird wahrscheinlich hier alles platt machen. Naja, dann ist es halt in dieser Runde mal so. War hier irgendwo rote? Also Betriebe, die schon keinen... Hier, die können weg. Die können dann weg. Machen wir den Weg auch erstmal weg. Brauche ich ja erstmal dann auch nicht. So, hier könnte man noch einen Brunnen hinmachen. Das Gebäude kann auch weg. Ihr könnt in den Kommentaren hat er letztes Mal gefragt, ob das wirklich 1:1 vom Battlefield übernommen ist. Könnte halt wirklich sein, ne? Das Musikstück. Vom Battlefield? Vom Battle Isle. So, ich mach hier auch nochmal einen Holzfäller hin. Den hier so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Hier müsste eigentlich auch nochmal ein Holzfäller hin, damit wir das wegbekommen. Die ist 50. Fehlt Wasser, aber das sollte jetzt gleich besser werden. Die sehen richtig gut aus, die Felder. Nicht so wie beim letzten Mal. Der sortiert das da aus. Die sind auch 100% beschäftigt. Hier auf jeden Fall nochmal ein Holzfäller. Und hatte ich ein Steinmetz? Läuft ihr bis hierhin? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal.
Dann hier auch nochmal ein Holzfäller. Und dann würde ich auch schon fast sagen, ein Lager. Sind das, war das nicht ein Zweier? Lagerhaus können wir hier schon mal machen. Und hier dann nochmal ein Sägewerk. Dann müssen wir das, muss das nicht so weit transportiert werden. Nein, das möchte ich nicht. Ich dachte zumindest, dass das nicht... Shit. Okay. Nein. Abbrechen. Das geht leider hier nicht. Hm. Hier vielleicht? Das ist definitiv auch mein Lieblingsstück. Okay. Ja, schon mal ganz gut aufgeräumt. Noch jemand, der in der Produktion nichts mehr zu tun hat. Hier oben wurde jetzt aufgeräumt. Wir probieren das einfach mal aus. Machen wir hier mal einen Bauernhof hin, ob das was wird. Im Sand? Was baut man im Sand an? Spargel. Ah ja. Das ist, den Holzfäller hier brauchen wir nicht mehr. Ich weiß, ich habe ein bisschen die Hoffnung. Geht immer noch nicht. Okay. Geht immer noch nicht, aber hier müsste es jetzt gehen, oder? Ja. Lassen wir den Holzfäller da noch ein bisschen raus. So, jetzt sieht es auch schon besser aus, ja. Aber die... Wir sind immer noch... mit zu wenig Bauernhäusern, Bauernhöfen. Das sollten wir jetzt ändern. Okay. Dann müssen wir hier auf jeden Fall auch noch eine Mühle haben. Hier rüber, ne? Ja. So. Ist jetzt zwar doof, weil die dann hier hinten rüber müssen, aber es ist, wie es ist. Zur Schweinezucht. Obwohl, vielleicht habe ich hier gleich genug Platz und kann hier noch eine Schweinezucht anhängen. Hier könnte man noch einen, na, muss ich mal gucken. Hier müsste ich jetzt auch noch einen Holzfäller, weil sonst wird das hier auch nichts mehr. Das muss auch aufgeräumt werden. Das wird immer wieder auf- und abgeforstet. Ich meine, hier sind drei, der kommt da nie nach. Aber das heißt, die werden gleich in der Produktion sinken und dann lösche ich einfach zwei. Hier werden, kommen wir auch dem Wasser näher, ne? Was ich jetzt hier mal bauen wollte, ist ein Köhler. Einfach mal, um es angeschaut zu haben. Haben wir hier sonst noch was? Eine Festung? Festung könnten wir auf jeden Fall auch noch mal. Machen wir hier auch ruhig eine Festung hin. Hm, hier brauche ich dann auf jeden Fall noch einen Holzfäller und ein... Ich sag jetzt... Steinbruch, nicht immer Steinmetz. Ich weiß nicht. Ist das bei Siedler 1 Steinmetz oder so? Ich habe mir das irgendwie angewöhnt. Aber jetzt kommen wir der Sache schon näher. Der ist gar nicht so schlecht hier unterwegs, der Bauernhof.
So, dann brauchen wir jetzt einen Schlachter. Der wäre natürlich hier gut. Aber wenn ich den hier reinbaue, dann drücke ich dessen Produktion. Deswegen baue ich den hier hin. Schlachter, auch nicht eine Fleischerei. So. Die haben wir auch noch nicht gesehen. Der kurbelt hier schön am Brunnen. Das letzte Mal hatte ich ja gesagt, bei den Wikingern, dass die Häuser alle nicht immer isometrisch sind, sondern manche einen direkt angucken. Also frontal. Das ist hier nicht so. Hier sind alle isometrisch. Und ich finde auch die Akzentfarben mit diesem Blau und so, das sieht schon richtig schick aus. Ich finde es immer noch schade, dass alles heiß abgerissen wird hier. So. Achso, jetzt muss ich warten, bis das abgebrannt ist. Damit ich mir überlegen kann, was ich da noch hinbauen kann. Nicht besetzt. Da fehlen Soldaten. Da. Ach nee, das war der Dingens. Alles klar, der Holzfäller. Man muss natürlich erst lernen, die Gebäude dann auch wieder lesen zu können. Aber das ist schon okay. So, hier habe ich jetzt natürlich reichlich Platz. Das hier mache ich jetzt erstmal auch nochmal eine Schweinezucht hin. Und hier mache ich auch nochmal eine Schweinezucht hin. Die sind dann gar nicht so weit weg vom Korn hier. Und hier mache ich nochmal einen normalen Bauernhof hin, den ich vielleicht bis hiermit verbinde. Dann ist das mit der Schweinezucht noch direkter verbunden. So. Auch doof, wenn das dann abgebrannt ist, dass es dann halt erst noch verschwinden muss, bis das dann als freier Bauplatz, also das muss ja erst irgendwie noch eine Zeit lang hier stehen, bis das dann wirklich abgelaufen ist. Okay, der kann weg. Die sind immer noch 100% ausgelastet. Ganz bisschen ausgelastet, dem fehlen natürlich die Schweine, klar. Ich spiele mit dem Gedanken, hier oben auch ein Lager aufzubauen, aber soweit ist das noch gar nicht weg vom Hauptquartier. Das sieht doch alles sehr gut aus. Also mir gefällt es richtig gut. Oh, das ist ja schick. Während wir dazu schauen, kann ich mir einmal noch einen Tee nachgießen. Schick. Auch das hier mit dem blauen Grün und so, das harmonisiert schon sehr schön. Mir gefallen die alle sehr gut. Hier fehlt noch ein Steinmetz. Yep. Steinbruch. Selma, du hattest es fast. Du hattest es fast. Hier bleiben dann so Dingsies zurück, okay? So, dann müssen wir jetzt mal langsam schauen, dass wir die Weinerei da die Winery an den Start kriegen. Sonst noch was vergessen? Den Spähturm habe ich noch nicht. Den machen wir gleich auch noch. Sägewerk, Fleischerei, Mühlbäckerei. Eisenspezier, das ist ein Problem. Brauerei können wir gleich auch noch mal machen. So, und dann machen wir hier noch mal den Vineyard hin. Den habe ich gesucht. Verbinden das miteinander. Und das reicht erstmal so. Ich glaube, hier mache ich dann auch noch einen hin. Ein Vineyard. Der sieht echt hübsch aus. Da
War jetzt nicht so optimal. Geht nicht. Aber, naja. So, immer noch 100? Nee, das hätte mich auch gewundert jetzt hier. Du kannst weg. Dafür machen wir hier einen Steinbruch hin. Und du kannst auch weg. Ah ja. Das ist ja lustig. Steckt er das auch an? Nee. Was braucht der denn? Was braucht denn der Köhler? Ich glaube, der ist auch neu. Ah, okay. Holz und Stroh. Mhm. Oder ist der nicht neu? Ich weiß es nicht. Darüber gibt es im Abschlussgespräch genau Auskünfte. Naja. Zu 100% bin ich nicht damit zufrieden, aber es ist schon mal ganz nett. Ich reiß mal den Jäger ab, der geht mir auf den Zwirn. Okay, das kann weg hier oben. Der ist wirklich recht effektiv. Kann man hier nochmal einen hinmachen mit einem guten Gewissen. Du kannst weg. So, okay, hier ist auch Wasser. Hier fangen die Berge an. Das heißt, hier werde ich dann jetzt mal noch eine Baracke. Das wird wieder nichts. Ja, habe ich befürchtet. Hier aber wahrscheinlich dann. Hier kann ich nicht. Zu nah dran. Vielleicht hier? Nein, auch nicht. Okay, also muss das warten. Wir müssen hier jetzt erstmal Holzfäller. In Auftrag geben, die hier aufräumen. Und einen Steinbruch, keinen Metz, Selma. Keinen Metz. Ja, also ich bin hellauf begeistert. Mir macht das richtig Spaß, hier so vor mich hinzuspielen. Können wir gleich gucken, wie hier die Winery. Der hat natürlich noch nichts, weil dem fehlen halt Weinreben. Aber das ist schon okay. Dann könnte man sich jetzt hier noch überlegen, einen Tempel zu bauen. Der ist auch neu, der dann diese Warenkette zwischen Weinanbau, Weinveredelung und Weinverbrauch schließt. Und im Tempel wird halt Wein geopfert und man bekommt halt eines der Ressourcen. Also ist das Marmor? Stein? Sagen wir Stein? Bronze? Eisen? Nee, Stein, Eisen, Gold oder noch was. Gucken wir gleich rein, das kann man in dem Interface sehen, da kann man das aussuchen. Kohle glaube ich noch. Aber Kohle, man, wo ist ja der Köhler? Ah ja, doch, hier, das hat er richtig angesteckt. Das gefällt mir sehr gut. Aber scheinbar muss der Köhler auch ähnlich viel Platz haben wie ein... Macht man hier nochmal einen hin? Wie ein Hof. Und deswegen klappt das hier jetzt gerade nicht so effektiv. Deswegen ist er auch nicht so effektiv ausgelastet, weil er nur einen hat. Wir lassen das aber erstmal. Hat das Lager... Nee, ich wollte gerade sagen, hat das Lager eine Eisentür? Aber die haben alle so graue Türen. Außer die Dingens hat keine. Die Mühle und die Bauernhöfe haben nur so Vorhänge. Aha. Hier ist auch Holz. Naja, ist ja auch legitim, dass das unterschiedlich ist. So, das wird hier jetzt auch bald Ende sein. Hier schon mal so ein bisschen weiter. Ich will gucken, ob hier Wasser kommt oder Berg. Ich glaube, hier ist Berg, dass wir da dann auch nochmal die Erzverarbeitung sehen können. So, dann können wir jetzt aber, denke ich, haben wir ausreichend Material, um zumindest hier hinten
Haben wir nochmal irgendwo einen Zweier da oben? Ah, hier haben wir noch einen Zweier. Um nochmal eine Bäckerei bauen. Ja, hier ist es ein bisschen schwer zu sagen. Der hat jetzt 100, der hat 89. Weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, die Auslastung variiert, wie weit die Felder sind. Bin mir da aber auch nicht so hundertprozentig sicher. Das kann auch weg hier. Kommen die weg, die wir nicht mehr brauchen. Dass hier jetzt keine Dreierhäuser zwischen sind. Hm. Ach, jetzt hat er hier den... Ah ja. Holt er da die Kohle raus. Das ist ganz nett. Eine schöne Alternative. Aber einer ist halt so prickelnd. Hier könnte ich noch einen bauen. Oder habe ich eben noch einen gebaut? C. Mit C kann man das anzeigen lassen. Nee, habe ich nicht. Das ist der einzige. Machen wir das hier. Wahrscheinlich wollte ich. Ich lasse das erstmal noch mehr. Sind vielleicht nicht nötig. Das hat auf jeden Fall... Ach, das hat was mit der Dingens zu tun. Wer hat denn hier eben das Tier noch umgelegt? Oder war das kein Kadaver, der hier lag? Hm, wer war das? Okay. Ah, ich wollte gerade sagen, nicht besetzt. Ich wollte gerade sagen, der ist aber sehr uneffektiv dann da oben. Ja, nochmal. Die kann man wirklich gut unterscheiden. Ach, sorry. Vergessen, E-Mail auszumachen. Das war meins. Nicht wundern. Hier kommen wir auch irgendwie nicht so richtig voran. Da müssen wir auch nochmal einen Holzfäller engagieren. Hm. Die sind immer noch voll ausgelastet. Da ist die Mühle wahrscheinlich zu nah dran. Hier ist keine Alternative. Hm. Naja, ich lasse erstmal nochmal hier durchlaufen. Doch hier hatte ich einen Köhler gebaut. Und hier jetzt auch nochmal. Naja, egal. Sind es zwei, dann kann ich den auf jeden Fall wieder abreißen. Hallo? Oh ja, das sieht ja hübsch aus hier. Das hat beim letzten Mal auch nicht so gut geklappt. Aber hier sind schöne Felder entstanden. Nee. Alexander wird mit mir schimpfen. Das sind ja... Hm, wie heißt das denn beim Wein? Das sind ja keine Felder? Hm. Ist mir entfallen. Genau, hier ist der Tempel. Finde ich auch, naja, man muss irgendwie sich erst dran gewöhnen. So, genau, und hier kann man aussuchen, ob man jetzt Kohle, Eisen, Gold oder Marmor, Stein haben möchte. Oder nur Eisen oder nur Kohle oder nur Stein. Hier ist randommäßig kommt eins dabei raus. Ist aber die einzige Möglichkeit, um auch Gold zu kriegen. Und ich lasse das mal an. Finde ich ja auch eine ganz schöne Alternative. Zusammen mit dem Köhler hat man so die Möglichkeit, wenn man halt zu wenig Metall verarbeiten oder wenn man zu wenig Gebirge hat, dass man da trotzdem noch so ein bisschen vorankommt. Nicht ganz hinten dran hängt. Wir können nämlich jetzt mal Eisenschmelze bauen, damit wir das noch gesehen haben. Und... eine Schlosserei. Und... Eisschmelzschlosserei, Schmiede.
Und wenn Goldbarbar rauskommt, müssten wir auch eine Münzprägerei bauen. Aber ich glaube, ich warte jetzt erstmal hier unten ab. Da kann ich jetzt hier... Geht es hier? Ich weiß es immer noch nicht. Das ist irgendwie immer noch komisch hier, ne? Aber hier könnte ich doch jetzt mal einen Spähturm bauen, um das rauszufinden. So, der hier hat auch nichts mehr, der Holzfäller. Dann warten wir da und setzen da den nächsten, die nächste Wachstube hin. Macht er jetzt hier mehr wie einen? Scheinbar auch nicht so richtig, ne? Hm. Was fehlt den Jungs? Immer wahrscheinlich noch... Nee, denen fehlt Wasser. Okay, das könnte man... Da kann man ja... Machen wir hier eine Fahne hin. Und dann hier machen wir die hin und holen hier. Stimmt, das könnte ich auch mal machen. Ich kann hier unten einfach... einen Erkunder auch hinstellen. Mal gucken, wer er da ist. Vermutlich ist der Erkunder da, bevor der Spähturm gebaut wird. Ist der Wein denn schon so weit? Noch nicht. Der Wein an den Rebstöcken, das weiß ich. Aber wie heißen denn die alle zusammen? Das ist ja kein Feld. Hat doch hier unten Erz so gerade eben abgeholt. Der ist ja auch gleich weg, dann, oder der hat gleich auch nichts mehr zu holen, der geht ja schon hier oben hin. Dann kann ich den auch abreißen. So, Wasser, das ist doch gut, dann mache ich hier jetzt einen Brunnen hin. Und hier mache ich auch einen Brunnen hin, dann haben wir zwei. So, fertig. Dann sollte hier auch... die Schweinezucht besser vonstatten gehen. Bauernhöfe kann man nicht genug haben. Wie macht sich eigentlich der hier... Ach, der ist nicht besetzt. Wahrscheinlich habe ich keine Bauern mehr. Das ist wahrscheinlich das Problem. Schauen wir mal. Was fehlt denen? Denen fehlt auch Wasser. Okay. Dauert das so lange, bis das da ankommt? Ja, ist nicht so, ne? Hier ist jetzt auch gerade kein Platz mehr. Obwohl, doch, hier könnte man, könnte ich nochmal einen hinstellen. Vielleicht kann man hier ja nochmal einen Brunnen. Hier kann ich kein Lagerhaus hinbauen. Das wäre eine Überlegung wert, aber... Die sind nicht besetzt, das ist okay. Ich meine, die haben ja auch noch nichts zu tun. Der wird wahrscheinlich auch gleich hier nichts mehr zu tun haben. So, der ist nicht besetzt, oder? Doch, ist er. Ach, jetzt weiß ich nicht, wer er war. Ja, aber das ist ja kein Gebirge hier, oder ist das Gebirge? Ha. Weiß es nicht. Schauen wir mal. Soll ich hier schon mal einen Geologen? Vielleicht findet der ja was. Na doch, er macht dann doch mehr wie einen. Hier ist jetzt auch nichts mehr so, nicht mehr so viel zu tun. Also das heißt, den kann ich ruhig... Ah, ich lasse ihn noch ein bisschen. Ist ja jetzt wieder hochgegangen. Hat er Glück gehabt! Wachstube haben wir, glaube ich, auch noch nicht gebaut. Mache ich das mal. Die können auch weg hier. Aufgeräumt. So. Die können dann auch bald weg. Würde sich wahrscheinlich schon lohnen, hier jetzt noch einen Steinmetz hinzumachen. Einen Steinbruch hinzumachen. Aber solange ich die nicht besetzen kann, konnte ich hier nicht sehen.
100 Gehilfen. 0 Bauern. Ja, Bauern haben wir keine mehr. Das heißt, da was zu bauen würde sich wahrscheinlich auch nicht lohnen. Das heißt, wir müssen Bauernhöfe abreißen, die nicht genug Ertrag erwirtschaften. Oh, er hat sogar was gekriegt hier. Aber vermutlich aus dem Tempel, weil ein bisschen Wein ist ja schon durchgelaufen durch die Zirkulation. Okay. Die können auch weg. Der kann weg. Ah ja, auch nett. Sehr schön. So. Welcher Bauernhof erwirtschaftet? Also eigentlich habe ich sie diesmal ganz gut gesetzt, ne? Fleischerei hat auch viel zu tun. Braucht ja auch kein Wasser. Der Steinbruch hier sollte bald erledigt sein. So, dann mache ich nämlich hier nochmal einen Brunnen hin. Ja, den Bauernhof da oben, das wird ja dann leider nichts mehr. Ich habe irgendwie keinen, wo ich sagen würde, das bringt gerade gar nichts. Der Steinbruch hier kann weg. Was mit dem Köhler hier nicht stimmt, weiß ich auch nicht. Ach so, der braucht Korn. Alles klar. Das dauert dann natürlich ein bisschen, bis das da ankommt. Ansonsten sind ja alle ganz gut bestückt. Zwei habe ich, die nichts bringen. Hm. Mache ich den hier oben auf jeden Fall erstmal weg. So, aber wenn er den Brunnen hat, dann sollte das... Dann kann ich sogar hier lang? Ne, kann ich nicht. Aber dann sollte das gehen. Fleischerei ist so auch einigermaßen ausgelastet. Ja, wir haben jetzt auch hier Überschuss an Wasser. Das heißt, ein Brunnen kann weg. Das stapelt sich hier schon alles. Hier noch nicht, aber das wird gleich auch passieren. Das heißt, einen kann ich dann da auch abreißen. Ja. Ich glaube, dann haben wir so groß im Großen und Ganzen alles gesehen. Minen haben wir jetzt nicht gesehen. Das hat ja auch nichts gebracht. Ach, weil er nicht über die Grenze geht. Ja, vielleicht warte ich hier noch kurz, bis die Baracke hier besetzt ist und gucke dann nochmal. Ansonsten war es das. Die kann auch erstmal weg. Hier muss auch niemand stehen. Hier auch nicht. Die kann ich jetzt nicht wegmachen, aber hier müssten auch keine zwei stehen. Sehr schön. Gefällt mir wirklich gut. Das kann weg. Das kann weg. Bisschen Ordnung sorgen hier. Er macht immer einen, glaube ich, oder? Also steckt einen an und macht dann einen neuen. Naja, vielleicht auch. Vielleicht hat er so auch nicht. Also von Korn hängt wirklich viel ab. Ach ja, die Esel-Dingens haben wir auch noch nicht. Oh, der hat das Schwein auf den Rücken genommen, der Esel. Das ist ja auch ein totes. Ach, das hat gar kein Dach hier, der Brunnen. Ah.
Da hängen so ein paar Tücher nur drüber. So, jetzt können wir hier nochmal gucken, ne? Hier nochmal. Bestell hier nochmal einen Geologen. Das sieht jetzt auch nicht aus, als würde es... Ah doch, es geht ein bisschen hier hoch. Also, ja gut, da muss man natürlich ein ganz schönes Stück laufen. Aber Kohle gibt es ja zum Glück auch so. Und hier die Schlosserei ist auch ausgelastet. Also da ist irgendwie raffineriertes Eisen angekommen. Also ein bisschen was geht da schon. Aber es ist halt, zwei reichen scheinbar nicht, um eine Winery zu befeuern. Das heißt, eigentlich müsste ich hier jetzt noch ein Vineyard hinbauen. Und hier, ach nee, da ist der Köhler. Da ist der Köhler im Weg. Hm. Mal wahrscheinlich sagen, hier machen wir noch ein größeres Gebiet und dann machen wir hier noch mehr hin von den Vineyards. Schmiede hat auch was zu tun. Könnte man überlegen, ob man hier jetzt, war doch das hier, eine Goldschmiede, Münzprägerei, genau, eine Münzprägerei noch hinmacht. Ja, eine Werft hatten wir auch nicht, aber die auch beim letzten Mal irgendwie nicht, ne? Könnte man hier irgendwie hinmachen, eine Werft? Nee. Irgendwo, wo noch viel Holz zerlegt wird, aber das gibt es eigentlich gar nicht so sehr. Vielleicht machen wir hier nochmal eine Werft hin. Werft. Ah ja, eine Brauerei. Oh, eine Brauerei haben wir vergessen. Ihr habt die vergessen. Können wir hier machen, ne? Brauerei, natürlich. Hätte ich hier auch runtergehen können? Nee, ne? Doch, hätte ich. Dann mache ich das hier weg. Der hat gleich auch nichts mehr zu tun hier. Ja, der muss schon hier oben hingehen. Ja, ist am Zeitung lesen. So, sind aber immer noch nicht alle. Ja, hier fehlt auch immer noch ein Bauer, ne? Dann können wir den hier auch abreißen. So. Ah ja, doch, hier gibt's Kohle. Ah ja, okay. Dann kommen wir hier ja noch. Das können wir gerade noch ausprobieren. Kohle. Eisen kriege ich jetzt hier nicht hin. Ah, dann haben wir wenigstens nochmal das Kohlebergwerk gesehen. Müsste man jetzt hier dann erweitern, abholzen und ja. Müsste man dann nochmal so eine Holzfäller-Armada bauen. Wenn man hier Platz hat für noch mehr. Dessen Namen mir nicht einfällt. Ich weiß nicht, ob man drei braucht für eine. Schwer zu sagen. Sechs Stück. Ach, die haben auch nicht genug Wasser. Ah. Okay, da können wir ja auch nochmal zukommen, indem wir jetzt nochmal hier einen Geologen hinbeordern, der hier nochmal schaut, ob man hier, hier, hier oder so irgendwo nochmal Wasser anbauen kann. Die haben nicht genug Wasser, die Kollegen. Ihm fehlt immer noch, ja, okay, aber das war ja eh nur ein Test. Ja, ein schönes Theme, Volk, wie auch immer man möchte. Gefällt mir sehr gut.
Auch wenn es sich optisch, finde ich, ein bisschen absetzt von den anderen, aber vielleicht ist das auch nur Einbildung. Oder anders wahrscheinlich ist das nur Einbildung. So, er hat hier doch schon jetzt was gefunden. Mal hier im Brunnen hin. Brauchen wir zwei Brunnen? Ich weiß es nicht, aber wir können es ja merken, dass man hier schon Brunnen hatten. Hier geht es jetzt gleich mit dem Bergwerk los. Das ist natürlich schon ein großer Umweg hier. Bis hier unten hin, aber ist halt so. Er hat hier vermutlich eine... Hat er nicht. Okay. Ich dachte, seine Versorgung wäre besser. So, der kann hier jetzt auch weg. Der hat nur noch 15%. Fehlt ihm auch Korn. Hm. Vielleicht machen wir auch viel zu viele Schweinezuchten. Machen wir die auch erstmal weg. Jo. Warten wir noch, bis das hier kurz fertig ist. Das ist die Winery, das ist der Tempel. Das ist der Vineyard, das ist die Winery. Braucht ja auch so ein bisschen so ein Wein. Der ist ja nicht gleich fertig. Das sieht irgendwie komisch aus hier mit der Tür. Das passt nicht so ganz. Aber ich bin da auch wieder am Nitpicken. Ah, die anderen Minen sind ja alle so ein bisschen nach oben, die schon recht modern aussehen von den Minen. Hier ist es einfach nur so ein Stolleneingang, würde ich schon fast sagen. Interessant. Ja, da ist natürlich jetzt nicht viel zu holen hier. All das, was ab und zu mal so ein Tempel ausspuckt. Der hat jetzt aber auf jeden Fall schon mal ordentlich Wein. Das hat auf jeden Fall geklappt. Wir haben ja auch sonst keinen Abnehmer. Ah ja, hier geht's gleich auch nochmal. Zack. Und wird's weggebracht und der bringt's jetzt hier oben hin. Dahin. Hier rum und dann dahin. Es hat hier noch nicht für Esel gereicht. Man sieht ja auch das mit den Straßen. Das ist auch eine Neuerung von dem zweiten Siedler. Dann gibt es noch die Eselroute. Wahrscheinlich würde es hier wirklich Sinn machen, ein Lagerhaus aufzubauen, um das Ganze zwischenzulagern. Hier auch Wasser zu lagern. Ein Puffer. Ja! Ich glaube, damit hätten wir schon wieder eine Stunde. Also die Geschwindigkeit zu erhöhen hat jetzt nicht so richtig viel gebracht. Ich mache aber keine zwei Folgen draus. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich versuche mal hier noch so ein bisschen, während ich rede, das nur... Das sieht nicht gut aus, wenn das ruckelt, ne? Ich lasse das einfach mal so offen. Während ich den Abschluss mache, ich versuche noch... Es gibt noch zwei Völker, ich habe vergessen welche. Die werde ich auf jeden Fall euch auch noch vorstellen. Dann gibt es noch das Abschlussgespräch und ein Interview mit Christoph Werner, der für die Grafiken von Siedler 1 und auch für Siedler 2 verantwortlich war. Und dann hätten wir das Replay von Siedler 2 abgeschlossen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, vielleicht hat es dem einen oder anderen mal Spaß gemacht und ihr schaut vielleicht auch noch mal wieder rein und hat vielleicht Lust, das ein oder andere Ründchen Siedler 2 nochmal zu spielen oder Siedler 1 oder welche Siedler ihr auch immer möchtet. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche, bleibt vernünftig und uns gewogen. Macht's gut, bis dahin, tschüss!